Moin zusammen, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Kenshi. Und boah, ich habe es gerade schon mal ein bisschen laufen lassen. Bin gerade dabei, die erste Rüstung zu erstellen. Und er erstellt fleißig Stoffe. Er backt wieder fleißig Brot. Und ja, Eisenplatten stellen wir auch ordentlich her. Muss ich dann nur mal zusehen, dass ich auch mal Eisen irgendwo abbaue. Irgendwo hatte ich hier so einen Klumpen. Aber das kriegen wir schon hin. Ihn habe ich gerade losgeschickt, Kupfer zu verkaufen. Ich brauche zwei Reisgras. Ich möchte Getreide, Reisfelder erkunden. Die können wir, glaube ich, hier nicht bauen, aber vielleicht irgendwo anders mal. Wir brauchen unbedingt noch mehr Leute, habe ich festgestellt. Das wäre so der nächste Punkt. Ich muss mal kurz meine Tür zumachen. Sonst meckern meine Nachbarn wieder rum, oder wir hören das Gemecker meiner Nachbarn. Nicht mit mir, sondern mit sich selber. So. Also. Ja, ich will jetzt für jeden eine Rüstung herstellen. So ein Händlerleder heißt das. Ja, so ein Ding. Acht Stunden dauert das. Ein Rangstandard. Da braucht man ordentlich. Material für gut ein Stoff, ein Leder. Ich gucke mal, ob ich in der Stadt noch was bekomme. Leder. Das werde ich mal besorgen. Auf jeden Fall zwei Reisdinger, zwei Reispflanzen oder wie das hieß. Oh. Glatt heute, ja. So. Gucken wir erstmal wieder hier. Händler unseres Vertrauens. Was war hier eigentlich drin? Weiß ich gar nicht. Doch Privatwohnung. Reispflanzen. Zwei Stück. So, wo ist er denn? Da. Und ich beladen. Willkommen. Hallo? Lass uns handeln. So, jetzt. Reis hat er natürlich jetzt nicht Baumwolle. Nee, schade. Weizenstrohmehl, Weizenstroh, Hanf. Wir gucken mal in der Bar, vielleicht ist da was. Vielleicht verkauft er uns was. Karten werde ich heute mal nicht kaufen. Das mache ich dann beim nächsten Mal wieder. So. Handeln. Er hat aber auch keinen Weizen. Wir gehen nochmal hier hin, aber der hat, glaube ich, sowieso keine Getreidesachen und so. Gehen wir erstmal wieder zurück. Vielleicht sparen wir auch noch für einen siebten Mann oder so. Also, einmal Verkauf. Lass uns handeln. Nee. Bücher hätte er noch wieder. Ja, aber die kann ich jetzt auch nicht mehr brauchen. Wo
Bolzen. Was klappert da so? Nee, dann gehen wir wieder zurück. Das nützt ja dann nichts. So. Liegt hier noch irgendwas rum? Ne? Das ist noch Kupfer. Na, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Das erste Rüstungsteil, das werde ich Oron anlegen, der Fernkämpferin. Die hat sich jetzt schon ordentlich mit Bolzen eingedeckt. Ja. Eigentlich sollte. Nee, Zahnstocher sollte sie doch herstellen. Ja. Ich weiß nicht, wo sie sie hat, aber. Ach, da sind sie. Die hatten wir ja letztes Mal fälschlicherweise gekauft. Die hatten ja nicht zur Armbrust gepasst. Oh, sie hat das erste Hinterleder gebaut. Ist natürlich nicht so gut wie das, was. Hier zum Beispiel, das können wir ihm schon mal geben. Was hat er denn an? Er hat zum Beispiel auch noch gar nichts. Dann geben wir das mal ihm als erstes. Ach, doch, hat das geklappt? Nee, ne? Dann schicken wir dich mal kurz hier hin. Weil sie hat ja dann. Obwohl, nee, Quatsch. Bin ich doof? Schon wieder 8%? Nee, das ist doch schlechter. Ist das besser? 60, 60. Hm. Ach, wir geben das mal Vot. Er hat noch gar nichts. So, die ist auch schon dabei, das nächste zu machen. Leder hatten wir gerade. Nee, da war nichts dabei, so wie ich das gesehen hatte. Ja, dann kannst du deine Aufgaben wieder machen. Ja, ich rüste auf, wie man sieht. Und ich möchte auch wirklich gerne mal dann losziehen. Und nochmal irgendwas erlegen. Langsam wird es Zeit. Vor allen Dingen möchte ich in den Ruinen endlich mal so ein Ding finden, so ein Buch, dass wir mit der Forschung weiterkommen. Darum geht es ja auch. Ne? Sie müsste jetzt schon das nächste erstellen. Ja. Jinzai kümmert sich mal. Da haben wir noch genug von. Du kannst dich mal um die Brunnen kümmern. So. Jo, das klappt schon mal. Das war hier mal ein bisschen. Ansammeln. Sieht es hier aus? Das ist bald wieder soweit. Wie viel kann er mal schleppen? Der braucht auch demnächst mal einen Rucksack. Also. Ah, apropos Rucksack, ich wollte ja auch noch gucken. Kann man die eigentlich auch selber herstellen? Industrie. Das kann man wahrscheinlich. Was brauchen wir hier noch?
Auch uraltes Wissen. Kann man garantiert. So, wie sehen die denn jetzt überhaupt aus? Oran müsste mal schlafen. Oran müsste mal schlafen. Dann machen wir das doch mal. Das hat sie sich verdient. So. Und wenn sie dann wieder fit ist, dann kann sie wieder los. So, Hao Zu ist immer noch am Stoffe machen. Hoffe ich mal. Ja. Können wir noch. Da haben wir jetzt auch erstmal ordentlich von. Sie pennt. Ich weiß gar nicht, bringt das was, wenn ich die alle mal schlafen lasse? 23 Uhr. Vielleicht sollte ich das mal machen. So. Suchen die sich jetzt alle ein Bett? Bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Naja, gut, okay. So wie das, so meine Logik ist da dann nicht so. Und Fot. Wozu? So. Denn der hat die Stoffe ja fertig, so wie das aussieht. Kann er nämlich noch mal weiter forschen. Ich habe nämlich einige Sachen, die erforscht werden müssen noch. So, warten wir mal bis morgens um 5. Und dann können die mal, dann können sie weitermachen. Auf jeden Fall ist Uhren dann auch schon mal wieder ein bisschen mehr erholt. Können wir nämlich die Aufgaben alle wieder anmachen und dann düsen die alle wieder los und tun was. Hoffe ich mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Zieh den Fernkampf noch an, ja. Das passt. Sehr schön. Was trampeln die eigentlich? Eigentlich müssten wir langsam mal sicher mal anfangen, Häuser, Mauern zu bauen. Die trampeln hier alle durch unser einfach querbeet. Das geht ja auch nicht eigentlich. So, drei. Ich weck die mal wieder. So. So, jetzt müssten die eigentlich dann wieder los. Ja, gut, okay. So, ja, ich würde mal sagen, wir machen mal Schluss hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da geht es dann weiter mit den Rüstungen. Oran ist fleißig dabei. Wir müssen Leder besorgen. Da werde ich gleich nochmal schauen, ob wir vielleicht
ob ich Oron mal losschicke, wenn das hier fertig ist und noch mal Leder besorge in der Stadt. Vielleicht haben sie da noch welches. Müssen wir mal gucken. Und ja. Ist hier auch noch so viel Hanf drin? Ach ja, tatsächlich. Wie sieht es hier mit Wasser aus? Wasser ist okay. Gut. Da ist auch ordentlich Wasser schon drin. Ja, das dauert ja mal noch ein bisschen. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis zur nächsten Folge. Ja. Bis dann. Tschüss.